Ja, wir wollen möglichst viel Normalität und möglichst wenig Einschränkung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Corona hat ja die bayerische Wirtschaft, gerade als exportorientierte Industrie, ja sehr hart getroffen. Wir haben hier Einschränkungen und Einbrüche von 6 bis 7% wohl im Jahr 2020 zu verzeichnen. Jetzt gilt es, aus diesem Tal herauszukommen. Deshalb ist es richtig, dass wir möglichst vor Ort angepasste Lösungen anwenden. Keine pauschalen Lösungen fürs ganze Land, die uns wirtschaftlich sehr wehtun. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen würden, die Infektionszahlen steigen und wir machen landesweit in der Gastronomie, in der Wirtschaft und sonst wo Einschränkungen, die alle betreffen, auch dort, wo wir niedrige Infektionszahlen haben, wäre das der Sache nicht gerecht. Insofern Konzentration wirklich auf die Hotspots, genau dort, wo eben diese Zahlen über 50 steigen. Natürlich ist hier vor allem mit der Landeshauptstadt München eine große Menschenansammlung nahe dran an diesen 50, mal knapp drüber, mal knapp drunter. Wir hoffen, dass wir sie wieder drunter kriegen. Wir stellen aber trotzdem fest, dass der größte Teil des Landes von dieser 50er-Regelung derzeit nicht betroffen ist und dort weitgehend normales Leben und normales Wirtschaften stattfinden kann. Und es kommt mir auch darauf an, dass wir die Betroffenen genau ins Auge nehmen und nicht wollen, dass wir jetzt der Gastronomie endgültig den Todesstoß versetzen an Stellen, wo sie sich gerade wieder hochrappelt. Und deshalb ist es begrüßenswert, dass wir jetzt eben die Kneipen, die wir gerade geöffnet haben, eben nicht wieder schließen, die Wirtshäuser nicht wieder schließen, auch diese Wirtshauswiesen eben nicht ablassen, sie geht ja ohnehin bald zu Ende, sondern dass wir sagen, dort, wo die Menschen verantwortungsvoll mit Abstand, mit Maske, gerade auch in diesen Bereichen umgehen, ist das in Ordnung. Und hier stelle ich mich auch ausdrücklich schützend vor, diese Wirtschaftszweige, die sollen nicht ein Schmuddelimage bekommen nach dem Motto, naja, dort kann man sich potenziell infizieren. Wir haben in der Gastro und in diesen Bereichen bisher keine festgestellten Fälle oder sehr, sehr wenige. Der Großteil sind bis dato Urlaubsrückkehrer. Also insofern ist es richtig, auch in München dann mit Maß an die Sache ranzugehen, trotzdem die Dinge nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, gezielt eben Party-Hotspots ja so weit zu entschärfen, dass man sagt, wenn die an gewissen öffentlichen Plätzen sich vermehrt treffen, dort keine Abstandsregeln mehr eingehalten werden, dort bis in der Früh Alkohol getrunken wird, dann ist das anders zu bewerten als eine ordentliche Veranstaltung in einem Gasthaus, in einem Veranstaltungsort. Und wir müssen eben diese Wirtschaftszweige an der Stelle schützen. Und es mag für den einen oder anderen mal fast verwirrend sein, wann er mit wie vielen Leuten sich noch wo treffen darf. Aber bei genauem Hinsehen wird man der Sache, glaube ich, gerecht werden. Und ich werde hier in den nächsten Tagen und Wochen noch massiv in der Richtung tätig werden, dass wir auch technische Schutzmaßnahmen nach vorne stellen, dass bessere Lüftungskonzepte, dass technische Maßnahmen wie Beschichtungen, UVC-Bestrahlung, Benebelung mit Wasserstoffperoxid, und es gibt ja diverseste technische Lösungen, auch häufig schon für gut befundene, um damit einfach das Infektionsrisiko gezielt reduzieren zu können, als bessere Antwort und vor allem auch als wirtschaftlich sinnvollere Antwort als die generelle Schließung. Ich spreche auch das Thema Heizpilze auf öffentlichen Plätzen an oder eben im Außenbereich der Gastronomie. Es haben ja in den letzten Jahren diverse Städte auch aus Umweltschutzgründen Heizpilze verboten. Und ich glaube, dass wir in diesen Zeiten von Corona mit dieser Herausforderung die Dinge anders bewerten müssen und durchaus sagen können, wenn damit die Gäste einige Wochen mehr im Freien in der Außengastronomie bleiben können, der Gastronom damit sein Geld verdienen kann, dann sollen Heizpilze ja zugelassen werden. Ich appelliere also hier wieder an die Kompetenz der Städte und Kommunen vor Ort, genauso wie damals, als wir mehr Außenbereich zugelassen haben. Danke an dieser Stelle an die Städte, an die Gemeinden, an die Landkreise, dass sie das sehr liberal und pragmatisch, unbürokratisch gelöst haben und damit vielen Wirten die Existenz gerettet haben. Also ganz klar, draußen diese Dinge zuzulassen, um nicht wieder
ja, zu sagen, entweder geh rein oder bleib zu Hause, sondern wir müssen hier mit diesen Maßnahmen vernünftige Lösungen finden. Wir hoffen auch, dass das Thema Messen und Kongresse wieder Fahrt aufnimmt. Und hier ist ja der Messestandort München massivst gebeutelt gewesen in den letzten Monaten, genauso wie Nürnberg und Augsburg. Und wir wollen natürlich die Messen als Schaufenster der Wirtschaft auch für die Exportwirtschaft wieder öffnen. Das geht aber nur, wenn die Unternehmen, wenn die Aussteller, wenn die Besucher Zutrauen zu einem Messestandort haben. Und hier wäre es natürlich fatal, wenn wir in München langfristig über 50 blieben und dann wieder ja, diverse Aussteller sich hier verabschieden. Also ich appelliere hier an die Wirtschaft, diese Möglichkeiten, die wir jetzt eröffnet haben, Messen wieder abzuhalten mit 10 Quadratmeter pro Besucher, diese Dinge auch zu nutzen und nicht zu sagen, sicherheitshalber sage ich mal ab oder bleibe ich mal zu Hause, denn wenn die Wirtschaft sich dort schon nicht hintraut, wie soll dann der Konsument bei der Wirtschaft ja, die Handwerkerleistung bestellen oder die Wirtschaftsleistung bestellen? Also hier durchaus auch kalkuliert, wo wir mit den Vorsichtsmaßnahmen reingehen, diese Chance auch zu nutzen und nicht aus lauter Sorge wieder alles abzublasen. Das wäre der falsche Weg. Und ich glaube, es ist ein mit einem gewissen Stolz verbunden, dass wir sagen können, wir haben in Bayern mittlerweile mehrere Firmen am Start, die Schnelltests quasi praxisreif entwickelt haben und wir in Kürze hier ja mit Schnelltests auch aufwarten können. Hier wurden heute 10 Millionen Euro gesetzt, dass wir hier in Tests reingehen können. Und ich glaube, dass wir damit ein gutes Zeichen setzen. 100 Millionen sind es für 10 Millionen Tests. Dass wir hier ein gutes Zeichen setzen können. Auch an der Stelle entwickelt sich die Technik weiter und wir sind hier nicht nur auf Importtechnik angewiesen, sondern können das aus dem eigenen Wirtschaftsstandort raus wohl teilweise bedienen und können damit auch mit Sicherheit viele Verbesserungen herbeiführen, wenn man Testergebnisse schneller bekommt, wenn wir damit passgenauer auch Hotspots eingrenzen können, Infektionsketten nachverfolgen können. Also ich glaube, die Corona-Maßnahmen, die wir jetzt aufrufen, werden passgenauer. Im Frühjahr mussten wir relativ pauschal die Notbremse ziehen und alles runterfahren. Das ganze Land und ohne Rücksicht auf Branchen und ohne Rücksicht auf lokales Infektionsgeschehen. Jetzt geht es sehr detailliert auf die Zahlen zugeschnitten, teilweise auf ja, öffentlich genau definierte Plätze, auf genau definierte Uhrzeiten, dann auf technische Lösungen, um im Detail das Beste rauszuholen, also maximalen Infektionsschutz in Kombination mit möglichst wenig Einschränkungen für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Darum geht's, Gesellschaft und Wirtschaft möglichst wenig zu treffen und trotzdem einen hohen Infektionsschutz zu gewährleisten.